Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier bei der WinDuck. Heute mit einem weiteren Video zu dem Microsoft Lumia 535. Dieses wollen wir mal einen Gaming-Test unterziehen und sehen dann, wie sich der Snapdragon 200 hier so schlägt. Vorweg möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen. Ich habe das Gerät eben erst hochgefahren und wir haben keine laufenden Apps. Und was ich auch noch bemerken wollte, ist, dass wir die Helligkeit auf voller Leistung haben sozusagen. Und ich möchte euch auch noch bitten, hier einen Blick auf die Akkuanzeige zu werfen. Wir haben jetzt noch 68% an Akkuleistung und wir werden am Ende des Videos, wenn ich es denn nicht vergesse, nochmal sehen, wie viel Akku dann noch übrig ist. Aber jetzt wollen wir mit dem eigentlichen Thema starten, und zwar den Games. Und da beginnen wir doch mal mit dem Delivery Simulator. Nicht gerade das bekannteste Spiel wahrscheinlich. Und soweit ich weiß, ist dieses auch Windows Phone exklusiv. Und das ist natürlich immer etwas Schönes. Und man sollte natürlich auch fähig sein, da drauf zu drücken und nicht den Power-Button zu drücken. Ja, so, jetzt können wir aber richtig beginnen. Und während es lädt, sage ich vielleicht noch ein paar Sachen zu dem Game. Also, mir persönlich gefällt das richtig gut. Aber ihr müsst natürlich Simulatoren mögen. Und ihr könnt hier einerseits diese Levels abfahren und Sterne sammeln. Oder ihr könnt auch frei herumfahren. Und hier seht ihr Stars Collected und diese müsst ihr dann in den Levels, müsst ihr diese sammeln, damit ihr hier weitere Fahrzeuge freischalten könnt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal diesen ersten Wagen hier und wollen sehen, wie gut wir denn hier rumfahren können. So, und während das lädt, ich habe das natürlich schon vorhin ein bisschen ausprobiert. Was mir aufgefallen ist, wir haben ja schon auf unserem YouTube-Channel, könnt ihr mal vorbeischauen, einen Touchscreen-Test gemacht und da mit der Wordflow-Tastatur geschrieben und auch Pinch-to-Zoom-Gesten ausgeführt und da hatten wir überhaupt keine Probleme mit dem Touchscreen, dass der irgendwelche Eingaben nicht annimmt. Doch hier bei dem Game ist mir aufgefallen, dass manchmal ich hier dass das Steuerrad nicht gerade die Bewegung erkannt, also dass der Touchscreen nicht merkt, dass ich hier steuern möchte. Und das ist natürlich bei einem solchen Fahrgame eher nervig natürlich. Aber jetzt gerade haben wir keine Probleme. Und ihr seht, das läuft eigentlich auch recht flüssig. Hin und wieder gibt es da ein paar Stocker. Aber im Großen und Ganzen läuft das ganz okay. Ihr müsst hier entschuldigen, dass ich hier jetzt so grässlich herumfahre, aber ich sitze hier so schräg zu dem Gerät. Seht ihr vielleicht auch an meinen Händen und so bin ich es einfach nicht gewohnt, hier zu fahren. Jetzt möchten wir noch schnell die Ansicht wechseln. Ihr könnt nämlich auch in das Fahrzeug in das Cockpit des Fahrzeugs gehen und so fahren und ihr seht, also da hat es keine Probleme und falls euch dann die Leistung doch ein bisschen zu schwach sein sollte, dann könnt ihr immer noch in den Einstellungen die Grafikqualität herunterstellen, das mit der, wie wir jetzt spielen, ist die höchste Einstellung. Aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass der Snapdragon 200 hier überhaupt keine Probleme hat mit dem Delivery Simulator für Windows Phone. Und ja, ich glaube, das soll es auch jetzt zu diesem Game gewesen sein. Vielleicht noch ein paar weitere Bemerkungen. Ihr habt hier ganz verschiedene Fahrzeuge. Ihr habt Lastwagen, ihr habt, also LKWs habt ihr. Dann habt ihr Autos, neue, alte, Schrottwagen. Diesen Lieferwagen und was wir auch noch haben, ist ein, ich glaube Hubstapler heißt das,
auf Deutsch, wir nennen Gabler Stapler, aber das gibt's wahrscheinlich nicht. Ja, und ihr habt es gerade gesehen, ich habe hier von unten geswiped, dann erscheinen auch wieder unsere Buttons, unsere System-Buttons. Jetzt möchten wir noch Beach Buggy Racing starten und hier sehen, wie wir hier zufrieden sind mit der Leistung. Das sieht jetzt erstmals ein bisschen komisch aus. Ah, gut. Und wir sehen, wir haben noch 65% Akku. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 68%, glaube ich. Und jetzt werden wir sehen. Ja, perfekt. Also hier weiß ich nicht, was denn hier los ist, aber ich glaube, wir können es trotzdem spielen. Mal sehen. Sonst kann ich ja noch ein paar Bemerkungen zum Gerät selbst machen. Ich bin hier bis jetzt richtig zufrieden mit dem Gerät. Das Display gefällt mir immer besser, vor allem wenn man es auf der hellsten Stufe hat, dann sieht es auch richtig knackig aus. Die Farben sind gut. Klar, das Lumia 830 ist besser, aber hier muss man einfach den Preisunterschied beachten. Und ich werde jetzt das Ganze nochmals starten. Und wenn es dann nicht geht, dann ist natürlich ein bisschen dümmer. Ja. Eben das Display, das gefällt mir richtig gut. Dann die Kamera, die Rückkamera, von der bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, ja, aber immer im Anbetracht des Preises geht das in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen es mit diesem einen Game belassen. Vielleicht werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals ein Video machen oder vielleicht dann im englischen Video, das ich auch bald aufnehmen werde. Vielleicht spielen wir da ein, zwei Games mehr. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr abonniert diesen Channel. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen.